Also, meine lieben Freunde, das wird ein schwieriger Weg. Heute ist Freitag, der 6. Oktober. Und ich habe doch ein wenig mit mir gerungen, etwas zum Fall von dem Anschlag auf Tino Chrupalla zu reden, der Gefährdung für Alice Weidel. Alice, ich bin mir immer noch nicht sicher, sorry. Und für viele andere wohl des Führungspersonals der Alternative für Deutschland. Das Grundproblem ist, ich kann hier zwei Dinge machen. Ich kann hier ein Empörungsvideo machen, aber Empörungsvideos habe ich zu vergangenen Themen schon gemacht. Die bringen nichts. Einfachen Grund, die empört sind, völlig zu Recht. Die brauche ich nicht noch mehr empören, denn die sind es ja schon. Die, die jetzt darüber nicht empört sind, aus vielfachen Gründen, darauf kann ich ein wenig eingehen, die werden sich auch nicht empören, wenn ich hier ein Video mache. Das ist so ein bisschen wie mit, ich muss es ganz ehrlich gestehen, auch wenn es eine neue Spitze ist. Das ist es ohne weiteres. Aber es ist doch eine gewisse Abnutzung auch bei mir da, was auch eine Art, ja, im Englischen sagt man Coping-Mechanism, wie sagt man, ein Mechanismus, mit etwas umzugehen ist. Zumal ich für mich in Anspruch nehmen kann, seit rund 10 Jahren vor genau dieser Entwicklung gewarnt zu haben. Ich habe erst letztens ein 7 Jahre altes Video zu dem Thema entdeckt. Ich meine, das, was jetzt passiert, Attentate auf Spitzenpolitiker der AfD, ist doch mit langer Ansage passiert. Es ist doch nicht so, dass wir jetzt schlagartig davon überrascht sind, dass Leute Attentate mit Mordabsicht, so muss man es annehmen, oder einer schweren Schädigung jedenfalls, aus dem Nichts sich entwickelt haben. Eine Dehumanisierung des politischen Gegners, in diesem Fall aller Leute, die sich, ich sage mal, im allerweitesten und selbst im mildesten Sinne rechts der Mitte befinden. Und dafür habe ich selbst die Lebenserfahrung 2015 gemacht. Das ist auch schon wieder 8 Jahre her. Ich hausiere ja jetzt nicht mit mir, um den Fokus auf mich zu legen, sondern nur, weil das Beispiel so lächerlich marginal damals war. Manche, die mir länger folgen, kennen ja die Geschichte. Ich habe 2015, als Pegida aufkam, gesagt zu meinen Freunden, einige dieser Punkte seien zumindest, dass man die mal liest und diskutiert, worauf mein gesamter Freundeskreis mir als bösem Nazi den Rücken kehrt. Also harmloser ging es wirklich nicht mehr. Ich habe also schon früh gesehen, ich sag mal, wie der Hase läuft, dass hier eine Art Aggressivität bei breiten Schichten der Bevölkerung geschürt wurde von langer Hand zum Thema Migration insbesondere. Das kann uns doch nun 2023 nicht schlagartig überraschen. Natürlich kann man sagen, ich drücke jetzt meine Empörung aus. Aber was ist damit gewonnen? Ich mache hier keinen Empörungsporn, es tut mir leid. Natürlich bin ich empört, verärgert, entsetzt alles. Aber es ist ja nicht die Bild-Zeitung. Wir müssen uns doch ganz nüchtern und sachlich darüber im Klaren sein, dass, und ich sage das Wort Gegner und nicht das schwerere Wort, das es eigentlich in meinem Kopf meint, aus Gründen der Taktik, wir befinden uns auf YouTube, dass der politische Gegner die Existenz der AfD und aller Menschen, die solchen Sinnes sind,
im allerweitesten Sinne ungeschehen machen möchte. Ich sage es auch hier bewusst umsichtig. Auch da mir nicht ganz bekannt ist, wie weit diese Politiker und Journalisten selbst bereit sind zu gehen, so haben sie doch durch Äußerungen in den letzten Jahren entscheidend moralische Verantwortung darauf geladen, was sich nun ereignet hat. Und das fängt mit an vermeintlichen Kleinigkeiten auf. Jeder Politiker der etablierten Parteien, der bei jeder Rede, wenn es um etwas geht, das sich an alle Parteien richtet, immer sagt, ich richte mich hier an die demokratischen Parteien, trägt hier Blut an den Händen. Zahllose NGOs, sogenannte Nichtregierungsorganisationen, diverse Stiftungen, von denen ich auch aus taktischen Gründen hier keine erwähnen möchte, eine ist mir ganz besonders im Sinn und ihr wisst alle, welche ich meine, hat, wenn nicht in ihrer Stiftung, dazu sind sie zu geschickt, so doch in ihrem direkten Umfeld, und dann ist das oft, wenn Leute aus diesen NGOs etwas sagen, ja, das ist die private Äußerung dieser Person. Verzeihung, wenn man einer Stiftung angehört, und es gibt insbesondere eine, vor 7 Jahren habe ich ein Video darüber gemacht, die Facebook darüber beriet oder berät, ich weiß den Stand heute nicht mehr, ob Facebook das jetzt mittlerweile selber macht. Damals war es so, dass Facebook Deutschland von einer bestimmten Stiftung beraten wurde, welche Inhalte in Facebook zu löschen seien. Und das hat Facebook in der Regel auch so durchgewunken. Frag- und kritiklos. Und aus dieser Stiftung sind Äußerungen gekommen, wie auch aus anderen Stiftungen dieser Art, die vom Staat finanziert werden und damit auch legitimisiert in ein Recht gesetzt, was eine Ungeheuerlichkeit ist, dass eigentlich in einem Rechtsstaat ein normaler Justizapparat, wie unzuverlässig man den auch immer heute halten mag, siehe das Urteil über Tim K., die politische Voreingenommenheit der Justiz und des Justizapparats, darüber hat wirklich auch jeder der Letzte begriffen, jedenfalls von denen, die mir und anderen wie mir zuhören, dass es damit jedenfalls mal sehr gelinde gesagt nicht zum Allerbesten im Sinne einer politischen Neutralität steht. Dass aber solche Stiftungen und Organisationen seit 10 und mehr Jahren zum Kampf gegen eine bestimmte Meinung und die Vertreter dieser Meinung und dann auch der Partei, die diese Meinung vertritt, Gewaltfantasien verbreiten, ist doch nun nichts Neues. Ich finde es eher verwunderlich, wenn Leute jetzt verwundert sind, dass nach einer Dekade das Früchte trägt, indem von wem man annehmen muss, dass es auch das beabsichtigte, kalkulierte und erhoffte gewesen ist. Nämlich, dass man fein raus damit ist, andere Menschen zu entmenschlichen, mit so kleinen Äußerungen schon wie, ich richte mich hier an die demokratischen Parteien, mit so kleinen Gesten wie Leute Blumensträuße vor die Füße werfen, und sich das im Crescendo in den Niederungen in Gewaltfantasien äußerte, die in Twitter vor dem Besitzerwechsel zu Elon Musk in allergrößter Zahl von auch ganz bekannten und prominenten Leuten aus Politik, Journalismus und NGOs immer und immer wieder zu hören waren, was ihnen am liebsten wäre, was mit AfD-Politikern und AfD-Wählern zu geschehen habe. So hat gerade eben erst Jörg Kachelmann zum Beispiel, der an
widerlicher Inhumanität kaum zu überbieten ist, über Herrn Chrupalla gesagt, ja, wahrscheinlich wäre es, er wünschte sich, es, dieser Mann wäre gar nicht erst geboren. Das ist auch eine Art, eine Vernichtungsfantasie auszudrücken. Etwas vornehmer vielleicht und etwas verschleierter. Aber es läuft ja auf das Gleiche hinaus. Man schafft ein Klima, in dem Menschen zu Attentaten ermutigt werden. Das ist gar nicht kommentierbar in einem wirklichen Sinn. Klar ist aber eines, jeder Politiker im Bundestag der etablierten Parteien, der sich an diesem entmenschlichen Spiel auch nur im allergeringsten beteiligt hat, und sei es durch solche banale, scheinbar banale, aber überhaupt nicht banale Äußerungen wie »Ich wende mich an die demokratischen Parteien«, jeder Journalist, der dieses Spiel mitgemacht hat, jedes Mitglied von NGOs und jede Unterstützung von NGOs und sonstigen Gruppen, die diese Hasspropaganda teilweise tatsächlich mit Vernichtungsfantasien im Internet und in der Öffentlichkeit ausgebreitet haben, haben allesamt das Blut dieser Opfer an den Händen. Darüber kann es keinen Zweifel geben. Denn Stimmung, die zu Taten führt, wurde von langer Hand vorbereitet. Und man muss schon eine sehr und nicht mehr zu ertragende Naivität haben, um nicht anzunehmen, dass das, was jetzt passiert ist, sowohl im Sinne derer waren, die ich eben nannte, als auch genau deren Absicht. Ich habe mehr darüber nicht zu sagen, weil es nicht von Sinn wäre, das alles im Detail auszuführen. Ihr habt die Geschichten, liebe Freunde, ja alle lange selbst genug verfolgt. Ich muss nicht die Aufgeklärten aufklären. Es bringt auch nichts, die, die nicht überzeugt sind, sind auch durch 1001 Zitat, das ich hier bringen könnte, nicht zu überzeugen. Und die Geschichte, dass wir von der einen Seite immer verwirrte, psychisch gestörte Einzeltäter haben, und sollte es einmal von der anderen Seite passieren, die gesamte Gruppierung, alle, die auch nur im Entferntesten, jeder, der nur einen, weiß ich nicht, eine falsche Zeitung gekauft hat oder mit der falschen Person sich mal auf dem Flur getroffen hat, jeder wird ja in Gesamthaftung genommen, wenn etwas von der anderen im weitesten unserer Seite, auch wenn es oft gar nicht wirklich zu unserer Seite gehört, aber von ihnen dazu gerechnet wird, dass das regelmäßig und generell der Fall ist, auch das ist doch nichts, was uns jetzt überraschen kann, als etwas, das völlig unvorhergesehen passiert. Und ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, für das ich sogar ein gewisses menschliches Verständnis habe, denn es geht ja hier wirklich um Leben und Tod, dass manche in dem Gefühl sind, es ist schrecklich, es ist schlimm, ich wünschte, ich könnte etwas machen, aber Hauptsache, es trifft nicht mich. Ich wäre der Letzte, der Leute es vorwürfe, sich nicht in eine lebensgefährliche Position zu begeben für eine Sache, die einen seit der Gründung der Bundesrepublik
in Deutschland niemals dagewesenes Maß an Lebensgefahr darstellt, die staatlich medial vorbereitet und erwünscht ist. Das ist alles, was ich zu diesem Vorgang sagen kann und möchte. Ich weiß auch gar nicht, ob das noch durch YouTube durchgeht, aber es gibt einen Punkt, an dem man auch vieles, zumindest in diesem kleinen Bereich, riskieren muss, so lächerlich das scheinen mag. Einmal so deutlich das zu sagen, was eigentlich für jedermann, der zwei Augen und einen Kopf zwischen den Ohren hat, ein Hirn zwischen den Ohren hat, klar und deutlich erkennbar sein müsste.